halt auch mit 13.900. einer schwächeren Hand als meine. Ja, so viele schwächere Hände gibt es ja kaum. Gibt's gar nicht, ja, genau. Also ich meine, guck doch mal, was da alles liegt. Jeder Spieler hat 4 Karten auf der Hand. Da liegen 5 völlig unterschiedliche Karten auf dem Tisch. Und selbst die Karten, die dazwischen liegen, die man nicht direkt getroffen hat, machen Straßen. Und Jan-Peter sitzt hier mit einem einzigen Paar. Es ist zwar das höchste Paar, okay, immerhin. Und er hat dazu auch den bestmöglichen Kicker. Aber im Potle mit Omaha ist das wirklich echt ein bisschen dünn. Was auch du viel Klick hast. Ne? Wieder ein Abstrich-Eingang. Ja, das ist ein Fold übrigens. Ja. Möchtest du noch einen König haben? Hast du 4 Könige hier. Nuts Flash Eingang, da haben wir es wieder. Ja, aber wir kennen das natürlich vom Pokerspielen. Die Draws, die kommen eben nicht immer an. Und dann kann es teuer werden, gerade bei Pot Limit Omaha. Wieder ein schöner Pot, wieder auch eine interessante Hand. Man muss ein bisschen kombinieren, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, was alles möglich ist. Und man darf sich nicht unbedingt freuen, wenn man hier ein Top-Paar gefloppt hat, weil das ist oftmals gar nichts wert. Aber das macht eben den Reiz aus. Und für den Fall, dass Sie sagen, Texas Hold'em finde ich super, aber vielleicht mal eine andere Variante, da kann man wirklich nur sagen, das Nächste, was sich anbietet, ist Pot Limit Omaha. Quanta ist das? So, da sind Asse. Das ist eine schöne Hand natürlich, aber es gibt keine Starthand bei Pot Limit Omaha, wo man vor dem Flop wirklich meilenweit vorne ist. Also Asse beim Pot Limit Omaha sind nicht zu vergleichen mit Assen bei Texas Hold'em. Die prozentualen Chancen sind in etwa so verteilt, dass man ja mit Assen, wenn man vor dem Flop sein Geld reinbringt, im Texas Hold'em immer mindestens 80% Siegchance hat, wenn man gegen ein kleineres Paar spielt. Wenn man gegen so Sachen wie Ass König oder Ass Dame unterwegs ist, hat man sogar über 90%. Und hier sind Asse im Grunde genommen so wenig wert. Wir werden es gleich sehen, wenn der Flop aufgeht. Wenn die ganzen Spieler jetzt hier mit ihren Händen einsteigen, werden die Asse gerade mal so bei 20 oder 30% rauskommen. So, All-In von Robert, der hat nicht mehr viel da liegen, 3.200, der spekuliert jetzt mit 10, 9, 8, 7 auf einen Flop, der ihm da Flush oder Straße bringt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hand, die man hier durchaus druckvoll spielen kann, warum auch nicht. Aber er wird wahrscheinlich gleich das Echo bekommen. Jetzt ist genau die Geschichte, Jan-Peter weiß, ja, er kann ja schlecht wegschmeißen, aber er wird vermutlich von 2 Gegnern hier Action bekommen. Und dann ist das mit den Assen immer so eine Sache. Ich denke, wenn der Jan-Peter hier Pot raised, was man hier mit Assen auf jeden Fall machen sollte. Sehr gut, da haben wir es. Dann wird der Clemens sich mit seinen Königen doch möglicherweise verabschieden können. Das versucht er sich jetzt wahrscheinlich irgendwie schön zu rechnen. Er kann sich schon gut vorstellen, dass er gegen Asse spielt. Und da ist er halt erstmal hinten. Aber er kann auf jeden Fall 2 Sets machen und mit Karo kann er halt noch einen Flush machen. Also es gibt sehr, sehr viel Kreativität in diesem Spiel und man kann sich viele Dinge schön rechnen, zumal jetzt auch schon ziemlich viel Geld in der Mitte liegt. Anspiel, ne? Da muss ich schon damit rechnen, dass er lass dich bitte überlegen, Hermann. Ich weiß, was du meinst. Lass ihn vom Stand weg, dass er dann die Scheiße am Ball schiebt. Ist doch sein Geld. Er hat 5.000. Also, mir ist es lieb, wenn du passt. Also, lass ihn doch mal bitte. 6.000. 6.000 noch, ist das kein Geld? Entschuldige bitte. Das war ja aber im Voraus. Bei 2.000 ja, wenn Anspiel, dass er Re-Race kommen kann, ich mir erstellen, ist nein oder nicht. Da brauche ich nicht nur eine Stunde überlegen. Ja. Junge Leute, das ist nicht fair jetzt. Und Hermann hat immer ein Problem damit, dass manche Spieler lange nachdenken. Er ist in der Tat ja einer der Schnellspieler. Du hast ja wahrscheinlich schon. Oder? Ich habe Asse, ja. Wir können gerne 2 Boards machen, wenn ihr wollt. Ja, ich bin für 2 Boards. 6.000. Ja, Robert meldet sich zu Wort, möchte gerne zweimal dealen, komplett. Also natürlich, er hat Asse, oder? So, und jetzt schauen Sie auf die prozentuale Verteilung. Sie sehen also Asse gegen 2 Gegner hier, 42%. Robert mit 7, 8, 9, 10, einer sehr, sehr schönen Starthand in Pot Limit Omaha, ist nur knapp dahinter. Es wird nur einmal gedealt, Flop, Turn und River. Ein König auch schon im Mack gesehen, also die Wahrscheinlichkeit auf ein Set Könige ist gering, aber der einzige König, der im Deck ist, der zeigt sich. Das ist immer das Gleiche, sehr warm. Den Buben bitte. Ja!
Wow. Wieso das denn? Ja, so kann sich die Sache ändern. Zuerst sind die Asse vorne, dann machen die Könige ihr Set sind vorne, jetzt liegt plötzlich der Robert mit seiner Straße an der Spitze. Mein Gott, zweimal. Yes! Und wir werden wahrscheinlich den Tarzan hören. So. Das war Wunschkonzent. Ja, ich gehe jetzt zumindest ins Er hat die Straße zugeschlagen. 19, Bube, Dame, König. Und da hat man jetzt sehr, sehr schön gesehen, wie verwundbar die Asse in diesem Spiel überhaupt sind. Nice Hand Limits. Genau. Insgesamt 10.200. Die Ironie ist dabei, du machst am Schluss noch zwei Paar. Das ist ja die absolute Ironie. Ja, man muss damit klarkommen, dass eben eine Hand, die vor dem Flop gut aussieht, auf dem Flop toll ist und auf dem Turn nichts mehr wert ist. Bevor sie auf dem River die Nuts macht. Oder wie auch immer. Also es geht hoch und runter. Das ist Achterbahn-Poker. Dreht sich auf jeden Fall ständig hin und her. Ich denke, solche Situationen werden wir hier noch ganz oft beobachten können. Hier die Starter, die ist, naja, 10, 9, 8, 4 mit 2 Kreuz. Also ich spreche im Falle von solchen Händen immer von 8, 9, 10 mit Fuß. Ja. 8, 9, 10, schön, 2 Kreuz dabei und die 4 ist halt so, naja, irgendwie nicht so geil, aber wenn sie schon mal irgendwie mit dabei ist, vielleicht kann man ja noch gebrauchen. Wer weiß, nicht wahr? So viel Respekt kriege ich. Dann haben wir Double-Suited-Karten von Robert mit 2 Karo, 2 Herz. Schauen sich das mal an, da hat jeder irgendwie irgendwas und wenn es die Hoffnung ist. Das sind wirklich relativ schöne Karten, auch Ronny, 4, 5, 6, 7, gefällt mir auch sehr gut. Pocket Dame beim Jan Peter. Herbert scheint auch noch irgendwas zu haben, ja. Also Wahnsinn, oder? Könige, Wahnsinn. Call. Und noch ein Call, jawohl, alle rein. So, na dann müssen wir jetzt mal den Flop uns ganz genau anschauen. Also viel mehr Platz haben wir nicht mehr in unserer Grafik. Das war ja nicht schwer für mich. 32 Karten. Ja, logisch war das. Ja. Liegen bereits hier bei den Spielern. Ich kann mich an Topset erinnern. Da oben haben wir es. Wow, Topset, da ist es. Muss er das nicht anspielen hier eigentlich? Das sollte man schon mal machen, ja. Weil 6, 7 und 2 Pik. So, der Clemens überlegt jetzt hier zu Recht. Er hat 6, 7 und 8, 9, 10. Das heißt, es gibt jetzt diverse Karten, die ihm die Straße machen. Passe. Ja, Markus, Hermann werden hier weg sein. Ronny hat auch noch eine sehr interessante Hand, floppt hier zwei Paar und den Open-Ended Straight Draw. Ich denke, da könnte eventuell auch noch eine kleine Investition stattfinden. Ganz sicher sogar. Wobei, Hermann hat den Flush Draw. Ja, aber das kann nicht reichen hier. Ja, es kann nicht reichen, aber es interessiert den Hermann erstmal nicht. Es gab davon schon entsprechende Action, dass man mit dem 10 hoch Flush Draw hier eigentlich nicht bezahlen darf. So, und Ronny ist jetzt einfach in einem Spot, wo er sieht, also er müsste eigentlich sehen, dass er wird vermutlich gegen einen Flush Draw laufen. Das heißt, er hat 6-3. Zwar 6-3, zwei Paar, ja. Aber der oben unten Straßendraw, wenn der ankommt mit einer Pik-Karte, dann ist das ist vielleicht sicher schon mal mehr. Käse. Und möglicherweise hat bereits jemand bessere Two-Pair oder vielleicht ein Set. Und also im Grunde genommen könnte er tot sein. Und er hat jetzt hier, obwohl er wirklich den Flop ziemlich gut getroffen hat, wirklich nur 5% Siegchance. Das ist Wahnsinn, oder? Und jetzt macht das anders. Also er callt nicht nur und drückt Däumchen, dass genau seine Outs ankommen, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja, eher die zum Full sind, als die zur Straße. Ja. Sondern er drückt nochmal durch. Er raced hier die Geschichte. Und das ist eben nochmal Poker von einer etwas anderen Ebene. Gut, sein Vorteil ist jetzt einfach, dass Herbert nur 3000 hat. Das soll heißen, er spielt jetzt noch einen Sidepot aus, wo er mit seinen Two-Pair gegen Clemens auf jeden Fall erstmal vorne liegt. Mit zweimal, oder? Nein, nicht mal. Okay.
Also wir haben wieder Mainpot und Sidepot, all dieweil Herbert eben da nicht mehr so viel Geld hat mit seinem Topset, was er da investiert hat. Also auch hier nochmal die Anmerkung, Herbert hat kein Full House, weil er zwei Könige hat und eine 6. Er darf nämlich nur zwei Karten verwenden und um die bessere Hand zu bilden, nimmt er natürlich die beiden Könige zum Set. Nur für das also gut, zweimal, gegen ihn zu gewinnen wird schwierig. Da bräuchte ich ein Dreierli. Das war eine schlechte Nachricht. Showdown vielleicht bin ich. Ach, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Zwei Dreier weggeworfen. Das war eine schlechte Nachricht. Ja, Michael hat zwei Dreier weggeworfen. Das heißt, dies fehlt Ronny. Genauso wie die 8, die Clemens hält. Deswegen hat Ronny nur noch 6%. Und die 8, die Herbert hält im Übrigen auch. Und zwei Überfluss macht die 8 Clemens auch noch die höhere Straße. Von daher, Ronny stehen wirklich nicht so gut da. Aber die haben sich jetzt darauf geeinigt, nur für den Sidepot zweimal zu dealen. Also den kannst du immer verlieren. Ich bin froh, dass du es nur einmal gemacht hast. Wow. Den kannst du immer verlieren. Okay. Ja. Jetzt also Herbert bekommt auf jeden Fall die 14.500 aus dem Mainpot. Da führt kein Weg dran vorbei. Interessant zu sehen, was zwischen Ronny und Clemens jetzt auch passiert. Er hat genau 3.000. Dann. Ja, ja. 3.000. Macht ihr jetzt das zweite Mal noch? Oder? Ja. Es wird noch einmal gedealt. Jetzt zwischen Ronny und Clemens um den Sidepot von 11.300. Wobei ja, eine Hälfte davon ja bereits an Ronny geht. Wenn sie jetzt daheim sagen, das ist ja Wahnsinn, ich komme total durcheinander. Die haben alle so viele Karten, wir dealen die auch noch mehrfach und es gibt Hauptpot und Sidepot und Draws und was weiß ich alles. Man gewöhnt sich dran, wenn man zwei, drei Hände gesehen hat, nicht kapitulieren jetzt. Das Wahnsinn. Das ist natürlich der Hammer. Da gibt es noch die zwei Fünfer hinten raus. Da trifft der Clemens seine Straße. Und macht hier wirklich Backdoor das Full House. Das heißt, der komplette Sideboard geht jetzt an Ronny. Und Herbert mit seinem vielen Könige nimmt den Mainpot mit. Und Clemens greift in die Tasche, möchte sich mit frischem Geld versorgen. Stark. Stell dir mal vor, du hättest mit dem Flash, obwohl keiner Flash hat, den vierten Preis gemacht. Obwohl keiner Flash hat. Jan, kannst du bitte rausgehen wegen dem Mikro? Das ist genau richtig live. Und weiter geht's. Damit wir die Konzentration nicht verlieren. Es ist ein so spannendes und schönes Spiel, dieses Botlimit Omaha. Und das Schöne ist einfach, wenn man sich damit beschäftigt, man verbessert insgesamt ja sein Pokerspiel. Man hat nochmal eine andere Sichtweise. Also auch das eigene Texas Hold'em Spiel leidet darunter ganz sicher nicht. Passe. Besser reimen würden sich die Asse. Da wird erst einmal nur gecallt, die 50. Alles so mittelprächtige Hände hier. König 8, Bube, Bube. 10, 6, 5, 5. Noch? Ja, das spielt sich, glaube ich, doppelt so viel. Hier kommt das Race, Königin 9, 3. Ach so, mit dem Reden ruhig. Ja. Redest du doppelt so viel wie ich. Spiel doppelt so viel Hände wie du. Das ist jetzt nicht die ideale Starthand. Muss man ganz ehrlich sagen, die wird richtig stark, natürlich, wenn wieder die Könige da im Flop zu sehen sind oder ein Set zumindest. Oder vielleicht ein Kreuz Ass mit einem weiteren Kreuz zum Nut Flush Draw. Aber der Versuch, seine Gegner hier etwas zu dezimieren, ist auf jeden Fall okay. Man möchte natürlich nur nicht gegen den kompletten Tisch spielen mit seinen paar Könige, von daher kann man da durchaus raisen. Finde ich absolut in Ordnung. Aber Marc, die Historie zeigt uns. Dass sowieso alle mit reinkommen. Das geht eh alle mit. Das ist hier German High Roller. Das ist anders vielleicht als in anderen Live-Games oder von mir aus auch Online-Partien. Hier haben die meisten doch Bock auf Flop gucken. 9-7-7, keine 7 bei den Spielern. Tatsächlich ist Herbert hier vorne mit seinem hohen Paar. 500. Welche Idee hat Markus jetzt, hier tatsächlich mal zu bluffen? Man sieht ja relativ, ganz okay, Marc, ja. Man sieht relativ selten so Bluffs beim Potlimit Omaha auf dem Flop, oder? Also man sieht generell verhältnismäßig wenig Bluffs, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil sich wirklich relativ oft Situationen ergeben, wo man ziemlich gut bluffen kann. Und wenn es nur Semi-Bluffs sind mit irgendwelchen Draws, aber... Das ist wirklich so ein relativ schwieriges Thema im Omaha, weil man meistens nicht nur gegen einen Gegner spielt, sondern halt wie hier gegen drei.
an Margos Stelle und wahrscheinlich wollte er mit dem Einsatz von 500 überhaupt erstmal kontrollieren, ob hier irgendwo eine 7 liegt. Jetzt callen alle bloß mit rein. Von daher kann er sich eigentlich relativ sicher sein, dass hier niemand unbedingt die 7 hat. So, jetzt ist die Straßenkarte mit der 10 am Turn natürlich ziemlich riskant. Moment. Jetzt kann er sich sicher sein, dass niemand die 7 hat, wenn ich anspiele und bekomme 3 Caller? Da bin ich doch sicher, dass jemand die 7 hat. Ja, er kann sich auf jeden Fall nicht hundertprozentig sicher sein, aber von einer 7 stellt man sich da natürlich ein bisschen mehr Action vor, nicht wahr? Also ein Raise direkt. Durchaus, eine 7 kann man an dem Flop raisen. Natürlich, warum nicht? Ich denke, die Straßenkarte wird jetzt ein bisschen dazu führen, dass die Action abnimmt. Aber wie gesagt, Markus macht jetzt hier mit der 10 in Peak den Nut Flush Draw. Und spielt halt direkt weiter, eben aus dem Grund, weil er am Flop keine Action bekommen hat. Hätte er am Flop Action bekommen, hätte er sich von seiner Hand wahrscheinlich verabschiedet. Und so sieht er jetzt den Turn, der ihm jetzt einen Draw bringt. Und er haut direkt nochmal drauf mit 2000. Absolut wunderbar. Ja, der Micha macht jetzt hier die Straße. Auf einem mit naja, Bube 8, nicht ja? so richtig schönen Board irgendwie. Also das ist der River doch schon wesentlich angenehmer. Also wenn er denkt, dass er am Turn vorne ist, dann muss er jetzt den River auch bezahlen. Tja, und Markus bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als hier nochmal drauf zu hauen. Denn er hat lediglich die 3 und das wird nicht reichen. Ja, aber gegen 2 Gegner. Na, warum nicht? Die haben doch bisher bloß bezahlt. Warum sollen die denn was Gutes haben? Okay, 5000. Ich finde es echt okay. Sehr stark gespielt und der Micha, unser Doc, ist natürlich airtight und wird sich jetzt hier wahrscheinlich verabschieden. Wow, wow. Und oh, wenn er das jetzt sieht, dann kriegt er Puls. Wahrscheinlich schon. Und du hast es angesprochen, das Thema Bluffen im Potlimit mit Omaha und just in time, Markus Lehmann zeigt uns, wie es geht. Absolut genau, großartig gespielt und haben. Den Pot mit, naja, so ziemlich gar nichts Platz mitgenommen. Aber sagt's da verbeugen wir uns. Das war richtig stark gespielt. Ja, wir sehen, er spielt an. Und obwohl er da gecallt wird, aber wie Marc schon gesagt hat, keine richtige Action bekommt, spielt er einfach das so runter, dass selbst dann am Ende Michael Kainer mit seiner Straight denkt. Da liegt das Full House. Schönes Spiel. Ach, ich liebe Potlimit Omaha, tatsächlich. Ist macht ja auch Spaß. Ist halt super interessant. Ich passe. Wahnsinnig viel Action. Ständig ändert sich die bestmögliche Hand. Du bist in einer unglaublichen Spieldynamik drin. Also, es macht wirklich Spaß. Ronny raced mal auf 250 mit Ass 10, 8, 5. Ja, das ist jetzt nicht so prall. Er hat immerhin mit dem Ass dann einen möglichen Flush-Draw oder Flush. Das wird seine Entscheidung beflügelt haben. Wobei ich sagen muss, die Hand gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Alle möglichen Straßenkarten von Ass bis 10. Ja, 2, 3, 4 macht die Straße, 4, 6, 7, 6, 7, 9 und so weiter und so fort. Kann man sich ja ausrechnen. Selbst hoch bis zum Ass zurück mit Bube, Dame, König. Also dann natürlich ein suited Ass. Immer eine Riesennummer. Also und mit einem aggressiven Spielansatz kann man da durchaus raisen. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Interessant jetzt auch hierbei Hermanns Action mit dem Re-Raise auf 1300. Welche Überraschung, dass er die Zahl wählt. Könige und 4-3 in Peak. So, Ronny bezahlt und jetzt wird es für die Spieler dahinter natürlich interessant, weil die Verhältnismäßigkeit gut ist zu dem Betrag, den sie bezahlen müssen und dem Geld, das bereits im Pot liegt. Ja, der Herbert wird sich ja auch nicht lumpen lassen. Rein damit, genau. Und Clemens kann jetzt die Action abschließen mit seinen Damen. Der bezahlt garantiert auch. Ich kann mir nicht schrecken, ne? Mit 1300 bringst du da keinen mehr raus. Fünf Spieler sehen einen Flop. Und drin liegen mittlerweile 6500 Euro. Das könnte fett werden. So, wir schauen natürlich direkt, ob jemand die 5 hat oder das Ass. Ronny bei Ronny und das Ass. Ja. Also tatsächlich hier. Ein Monster für Ronny. Full House gefloppt. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er besonders viel Action bekommt. Weil ja. Niemand hat Kreuz. Ist bloß noch ein Ass dabei bei Herbert. Und naja, ob er sich damit jetzt hier irgendwie aufhängen möchte, ich weiß nicht. Ich check.
Checks. 4.500. Oh Gott. Hermann ist schon, also Hermann ist schon wahnsinnig. Hermann. Gegen vier Spieler, da wird doch wohl irgendjemand wenigstens einen Ass haben. Also, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich meine, man kann es halt irgendwie so als Bluff interpretieren. Hermann hat Preflop gereraced, es könnten auch Asse sein, damit hätte er jetzt natürlich das große vorausgefloppt. Aber würde er dann direkt von vorne so viel da reinschmeißen, ich weiß nicht. Ja, der Ronny, der reibt sich jetzt natürlich den Bauch und denkt sich, hahaha, den nehmen wir mal mit. Catch uns. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich kann. Catch doch schon uns. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Action. Mach dir halbe Amt. Auf jeden Fall, ja. Bube. So, großes Problem. Jetzt hat der Hermann zu seinen Königen nicht nur den kleinen Gutshot, sondern auch noch ein Flush-Draw. Also bleibt wirklich zu hoffen, dass er sich jetzt hier nicht aufhängt. Das könnte eine ziemlich teure Nummer werden, wenn er sich da ein bisschen in seine doch eher mittelmäßige Hand verliebt. Vielleicht sollte Ronny einfach nur checken. Fände ich auch nicht so schlecht, aber... 3.500. Wie viel? 3.500. Ach, Hermann. Eieieiei. War natürlich auch nur eine kleine Bet von Ronny. Ja, das Einzige, was es jetzt hier bringt, ist halt ein König, nicht? Hoffen wir einfach mal, dass kein Pik kommt und keine Straße. Gut, das ist schon mal ziemlich safe. Also wenn Hermann nicht völlig freidreht, wandert von ihm jetzt hier kein einziger Chip mehr in die Mitte. Ich will es nicht ausschließen. Naja, bei Hermann ist auf jeden Fall nichts auszuschließen. So mal gleich aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt nochmal 1300 setzt und gegen den Race dann einfach wegschmeißt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach wirklich mal nichts macht. Hermann, komm, check. Hermann, 1300, los geht's. Check. Das gibt's doch nicht. 3,9. Wahnsinn. 3,900. Jetzt werden Sie sagen, ja, wir reden da so geschwollen daher, wir sehen die Karten, aber mal ganz im Ernst, also ich versuche immer auch, natürlich die Position des Spielers zu verstehen, mich hineinzuversetzen. Bei der Action hier nochmal 3,9 zu bringen. Nicht bei der Action. Also ich meine, die Action war ja wirklich überschaubar. Hermann setzt viel und nur ein Spieler bezahlt. Aber wenn da jemand einen großen Einsatz bezahlt, dann wird er auf dem Board wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, eine stärkere Hand haben als Könige. Wenn ich sing, dann kommst du her, mach das Original. Race. Ja, bin ein Original eingelaufen mit seinem Drecksass. Bin ein Original eingelaufen mit dem Drecksass. Und der Ronny wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, ah, Drecksass, wie Drecksass? Da liegen zwei Fünfer. Würde denn das Ass alleine schon reichen? Nein, sonst glaubt er, kann er mehr was. Ah, der Hermann ist unbelehrbar. Leck mich doch am Arsch. Er hatte einige wirklich tolle Moves drauf in dieser Staffel. Och du liebe Zeit. Oh Hermann, oh nein. Zuletzt war er zu großzügig. Oh Gott, nochmal 15.000. Schauen Sie auf die Potgröße 52.800. Das ist mit der größte Pot in der Geschichte von German High Roller. Und wir sind in der 7. Staffel. Da ist heute schon Weihnachten. Kleine Straße möglich, Flash möglich. Kirschkind Ronny, du. Und die zwei König. Aber easy, ja, easy. Ja, Ronny. Völlig emotionslos werden hier die großen Geldstapel eingesammelt. Das sind halt die Geld kosten. Ja, alles Gute, Ronny, zum Geburtstag. Sehr, sehr stark gespielt von Ronny und unterirdisch schwach gespielt von Hermann. Tut mir leid an dieser Stelle, aber das war gar nichts. Wer im Schatten steht, hat nichts von der Sonne. Und Ronny schießt natürlich mit diesem Pot ganz nach oben in der Rangliste. Logisch, 34.250 Euro auf der Habenseite. Und es ist nicht verwunderlich, ganz am Ende
Hermann Pascha. 20.000, die sind einfach mal weg. Nur in der PLO-Session. Nur heute. German High Roller in Saalbach hinter Glenn, im verschneiten Örtchen im Pinzgauer Tal. Ja, wir mussten uns erstmal kurz beruhigen hier. Hermann hat uns hier gerade den Schweiß auf die Stirn getrieben. Da ist das Spiel schön, gefolgt von Blitzte. Er war zwischenzeitlich in unseren Hold'em-Partien hier fast wieder bei plus minus null. Und jetzt hat er doch einfach zu loose gespielt, zu viel Geld investiert, zu viel bezahlt. Damit 10-9-9, Jan-Peter ist an der Reihe. Da haben wir ihn, Jan-Peter Jachtmann. Im schicken Zwirn.